Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir gegen Medusa gekämpft, die uns jetzt auch hier zur Titania begleitet hat. Ja, Titania wollte schon sagen. Und ja, damit haben wir einen weiteren Therion jetzt auf unserer Seite. Auf unserer Seite, in Ausrufezeichen. Und ja, Grimauer will irgendwas von Lafisset und Velvet, meine Güte. Wir sollen dafür zu irgendeinem Turm gehen, ja. Außenbart, das ist nördlicher Wachturm. Wie komme ich da hin? Zum Außenpfad muss ich. Da muss ich hin. Okay. Also dahin. Gut. Perfekt. Bevor ich mich hier wieder verirre, so wie jedes Mal. Habe ich hier so ein Geobot-Teil gefunden? Kann mich nämlich nicht erinnern. Aber ich kann mit dem Ding hier durch die Gegend fahren. Oh, ich konnte schon mal ja mit dem Ding da durch die Gegend fahren, oder? Und ach, das ist schon wieder hier, ne? Ja, so viel dazu, dass ich mich nicht verirre oder so, ne? Wie komme ich jetzt wieder dahin? Warte mal, ist doch richtig. Ja, da oben. Dann soll mir der Teil auch nicht sagen, dass das hier ist, Mann. Jetzt renne ich hier wieder durch die Gegend und weiß nicht, wo genau ich hin muss, ne? Wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder zu Velvets Kerker hier hingehen. Mit Lafis jetzt hier wieder gucken kann, wo der nächste Therion ist. Ne? Und es fehlen dann nur noch zwei. Ja, Medissa, Carmona und... ベルベットにも両親がいないってわかったから気になって。俺の母親もめちゃくちゃ厳しくて怖い人だったが、やっぱり随分前に死んじまったよ。そう。わしに親はおらん。わしは拾った悪い魔法使いによれば川を流れていた桃の中から生まれたそうじゃよ。アイゼンは？俺たち精霊は 正常な霊力が集まって生まれる存在だ。稀に人間から精霊に転生するものもいるが、生前の記憶を維持することはまずない。つまり人間と同じような血縁関係はないということだ。そっか。ミギズイッツさんみっぽーらんしぺしたおす。ミゴって呼ばれて刺激されてた。その前のことが思い出せないのはお母さん自体がいないからなんだね。僕はメディサに お母さんが死ぬのはすごく悲しいことなんて言ったけど、本当の辛さはわからないのかもしれない。子供にも容赦ないの。単なる事実だ。だがな、ライフセット、血縁関係がないからといって特別な絆を感じられないわけじゃない。精霊であってもかけがえのない存在を、家族や友との繋がりを持っているんだ。だよな。 Wie funktioniert das dann mit Edna und Eisen? Was? Ein Hund, ein Affen, ein Fasan. Warte, was? Eine Anspielung an One Piece? An die drei Admirale? Hund, Fasan und Affe, ja. Das ist eine Anspielung an Kizaru, Aokiji und Akainu aus One Piece. Da sind auch deren Spitznamen. Sind auch roter Hund, gelber Affe und blauer Fasan. Ich verarschen? Ey, wie komme ich da hin? Da ist es. Keine Ahnung. Und sie ist auf dem Meer geboren worden. Also, du, das ist halt wirklich eine One Piece Anspielung gewesen. Kann mir so ein bisschen, weiß ich nicht. つながりがあると言っていましたが
血縁関係なしで、どうやって妹だと分かったんですか。もう随分前のことになるが、俺はとある霊山の地脈点に生まれた。そこで長い間過ごしていたある日、同じ地脈点からあいつが来たんだ。気づくと俺たちは同じ屋根の下で暮らすようになっていた。同じ地脈点から生まれた精霊が兄弟ってことなのか。いや、他にもそこで生まれた精霊はいたが、そいつらを家族だと感じたことはなかった。だがあいつは何かが違う。あいつが悲しいと 俺も悲しかった。なぜ全然に倍にし、パダンって言えねえ。あいつも嬉しかった。愛想のない奴だが、その分笑顔の破壊力はすごくてな。何があっても、あいつを守ってやろうと俺は誓った。俺は霊山で取れた石を使ってペンダントを作り、お守りとして、あいつに持たせた。あいつは首飾りにして使っていたがな。そのペンダントは？ あいつも同じことを考えてたんだ。自分で作ったお守りだと、これを俺にくれた。お互い黙っていたのに、俺たちは同じ日に同じ形のお守りを送り合った。俺たちの間には確かに兄弟のつながりがあると、その時確信したんだ。そこに描かれてる女の子が妹さんなんだね。あ、そうや。俺が家を出る日、 あいつが描いてくれた自画像だ。あんたも妹に絵を描いてあげたの。いや、俺には絵心はない。きっと妹さんは自分のペンダントに一番大切な人の顔を描いていますよ。だといいがな。一番大切な人がお主じゃといいがの。いや、まず、ich habe jetzt gerade ja, ich habe ja Phantasius des Thera die Collectors Edition gehabt, habe ich immer noch, ist klar, aber da waren diese kleinen Minifigürchen dabei von einigen Charakteren und ich habe jetzt von Edna ja die Figur kurz analysiert, um zu gucken, ob ich da irgendwie eine Kette sehe, aber ich sehe da auf den ersten Blick jetzt nichts. Die stehen bei mir die ganze Zeit schon auf dem Tisch hier übrigens. Sie jetzt nur an ihren Armen irgendwo, da sind so kleine Minifiguren, deswegen kann ich das jetzt nicht so erkennen, aber na, mach den Schirm wieder dran. Am Arm hat sie irgendwie sowas. Weil er ist ja nicht so ein Anhänger, so wie was Eisen jetzt gerade gezeigt hat. Also ich weiß jetzt nicht, was für eine Anhänger er meint. Ich erkenne jedenfalls keinen. So, weiter. Story.読み下しておいたから、坊や、読んだって。うん。8つの穢れ溢れる時に、嘆きの果てに彼主は無限の民の行き止まり、いつぞの姿に帰らしめん、4つの聖書の怒れる剣が三好の号を切り裂いて、2つに分かれ眠れる大地。 Licht des Blutmonds, also diese scharlatrote Nacht, ne? なんじゃか不吉な文句ばかりじゃの。二番の歌詞は、カノヌシの性質を表してる。おそらくそうよ。八つの穢れ溢れる時に、嘆きの果てにカノヌシは無限の民の生き止まり。 Es gibt 8 Therions oder was? 世界に穢れが満ちた時、カノヌシがその力で民の行き止まりをもたらすと読めるな。人間を滅ぼすというのですか。おいおい、聖領はそんな目的でカノヌシを復活させようとしてたのか。違う、アルトリウスはそんな男じゃない。What？あいつの理想は子より先、 断りと意志による秩序の回復よ。だから世界を守るためにラフィーを犠牲にした。お主の知っとるアルトリウスはじゃら。じゃが人は変わるぞ。同志とて絶望したのやもしれん。業に流されて汚れを出し続ける愚かな人間どもにな。
古文書の続きには何か書かれていないのですか。それがこの古文書は漢本じゃなかったの。まだ続きがあるはずだけど欠けてしまっているのよ。だから今できる解読はここまで。だが原本はどこかにあるんだよな。あってこその可能主復活計画だろ。清涼は可能主の性質を完全に把握している。 Okay. Artorius will alles zerstören. Der will einfach alles kaputt machen, der Pisser. Okay, wir müssen nach draußen. Okay, perfekt. Die alle hier? Ja, nee. Bienfu ist da, Rokuro ist da, Lapis ist da, aber keiner von denen hat was Grünes über sich. ダイルの尻尾が新しく生えかかっているんですよ。本当？見たい。ダイルは監視塔に行ったようです。ええ、でも走ると転ぶわよ。 ありがとう、エレノア。女の子の扱いが下手ですね、私の精霊は。モアナ、元気になってよかった。メリサも。はい。問題が解決したわけじゃないけど、笑ってくれるのは救いです。重要なのはこっちの問題よ。早く次の地脈点を感知して。 もう少し言い方があるでしょ。時間がない。相手は清涼。遅かれ早かれここも見つかるわ。それはそうですが。別の隠れ家を探すか。うん。守るより攻める。オッケー。アイゼン、アルバイターナイトンネル。うん。アンダイネインゼル。守りきるのは難しいものね。守る義理なんてないから。 地脈点があった。イースト・ガンドリオの東の方みたい。そこって。了解。イースト・ガンドリオの東ね。なら、まずはタリエシンの港に向かおう。ああ、ゾイフ、ゾイフ、あ、オッケー。文句言いながらも仕事は早くて確実だし。 女を言いつつ人を傷つけない気配りもできて、大人の女性としての魅力があるよな。悪かったわね。気配りができない魅力のない女で。いやいや、お前たちはまだ若いんだし、人生経験の違いがあるのは当然だろう。とはいえ、わしらに大人の色気が足りんというのは認めなくもなくなくないの。確かに以前 アルトリウス様に落ち着きがないと注意されたこともあったし。もっともグリモワールは若い頃からあんな感じでしっかりしてたんじゃないかって気がするけどな。いい読みじゃ。グリモ姉さんは生まれながらにしてグリモ姉さんじゃった。辛辣じゃが真実を捉えた姉さんの言葉とうつろな眼差しに多くの精霊たちが心を奪われ、 最盛期にはファンクラブの会員数は8848名を数え、ディナーショーのチケットは即日完売。古文書朗読ライブでは居眠り精霊が続出したのじゃ。すごい。
びっくりのるみん新記録公式本にはグリモ姉さんのびっくり記録が満載じゃぞ。そう言われると、あのけだるい感じは落ち着きに微妙なまったり感は大人の余裕に思える。はあ、もしかしてそれグリモ先生の真似。はあ、全然そんなつもりなかったですけど。なかなか感じが出ているではないか。お主の中に眠る大人の魅力を感じるぞ。そんな私に大人の魅力だなんて、最後の締めもやってみるのじゃ。今が大人の女になれるかどうかの瀬戸際じゃぞ。あ、はい、締めというのはあれですよね。やってみます。 あっ、そう。ライフセット。感じ出てるかしら。間違っちゃった感じがよく出てるね。エレノア様のそういうところ、少女っぽくて可愛いですね。もう、ビエフのバカ。あ、das alte Buch ist eine Kopie. Okay, so viel dazu. カノヌシの数え歌気になっているのですね。何度読んでも悪い意味にしか思えないんだ。古代アバロスト語の解読は難しいんですよね。別の解釈はないのでしょうか。例えば無限の民の行き止まりの部分は人間の永遠のために災いを止める、というような。まず、ダンゴール。そういう可能性もあると思う。でも判断するための材料が In der anderen Hälfte steht einfach nur It's just a prank, bro. Weil es ist nur Spaß, just kidding. Good game, bro. お前にしては的を射たことを言うじゃないか。経験者を語る、デフよ。僕も姉さんに魔術素の写本を命じられた時、 適当に書きましたでふから。そんなことをして問題はなかったのですか。姉さんがその適当魔術書の術を使おうとして爆発しましたけど、自業自得でふ。3日で100冊写本しろとかありえないでふからね。それはひどいの。本当でふ。精霊使いが荒すぎる悪魔のような魔女でふよ。ビエフ。 Okay, dann war mir schon klar, dass hier wieder Skiz regnet. Ergebnis des... Was weiß ich, konnte ich nicht mal lesen. クーマ探しの時のお主らの釣り勝負、どっちが勝ったんじゃ? ずいぶん前のことを聞くな。あれは俺の負けだ。坊主だったからな。いや、引き分けだ。俺も坊主だ。いいよ。この負けは譲れん。それはちょっと早い。くれてやるわけにはいかん。坊主に加えてゴーマという危機を釣り上げた俺は減点されて叱るべき。 Schreibt ihr euch echt jetzt darüber, wer verliert? Oder was? よくない。 どんな勝負であれ、白黒はっきりさせる。それが俺の流儀だ。俺もアイゼンに同感だな。勝負の決着を曖昧にすることはできん。面倒ね。アイゼンは死神の呪いのせいでろくなものが釣れないんでしょ。勝負が成立してないじゃない。おう、言われてみればそうだな。ここは他の勝負で決着をつけようぜ。他の勝負。 トランプとかチェスとか。トランプはやらん。必ずジョーカーが来るからな。将棋はできるが、チェスはわからん。腕相撲はどうですか。これこれ、ゴーマと精霊が手をつないだら汚れで大変なことになるじゃろうて。大人同士なんだから、神水でも飲んでまったりしなさいよ。それだ。神水の飲み比べなら、クーマも精霊もなく対等に戦えるよな。
Außer am nächsten Tag. よし、つまみを釣りに行こうぜ。小舟を出そう。釣り勝負の続きだ。魚は釣れねえんじゃ。というか、せっかくまとまりかけたのに、どうして混ぜ返すんですか、ビエフ。ええ、どうして僕が叱られることに。 Die Expedition ist zurück. Gibt's auch noch. Boom. Neues Kostüm, Badehose, Eisen. Sehr cool. Haben wir alles? Nö. Was? Verdammter. Was sind sie? Ach, wir haben noch nicht den Schatz hier. Ja, boom. Geobot. Was? Okay. Ich kann mein Geobot ändern? Cool. だって、オッケー。さあ。魚を取りに行った時の話なんだけどさ。気づかずに大魚を接近しちまってたんだ。やばいと思って、島と反対に舵を切ったら、いきなり周りが真っ暗になったんだよ。急に嵐でも来たの？ 嵐なんかメジャーねえほどの化け物鳥だよ。空を覆っちまうようなバカでけえ羽を広げてさ。ちょっと大げさじゃない？嘘だと思うなら言ってみろっての。帰れなくなっても知らねえけどな。巨大な鳥。Okay, cool. Okay, perfekt. Nirgendwo ist ja was. Deal, was geht ab? Dein Schwanz sieht nicht anders aus. アジトにするには最高だよ。このダイル様がアジト版になったからには最高のアジトにしてみせるぜ。アジト版？船や島内設備のメンテナンス、王子やメディサの監視、モアナの相手したり常駐して島を守る番人だ。ビシッと仕切ってやるから。 お前たち慢心して、クマ探しをしてきな。それただの雑用係でしょ。あんた航海士なのに、それでいいわけ？バカ野郎！雑用だって立派な仕事だろうが。航海士は他にもいるが、これだけの仕事を一人でこなせる奴が他にいるかよ。それによ、尻尾が切れちまってからバランスが取れなくて、 船酔いがひでんだよ。そんなこと言って、私たちと一緒に船に乗ると大変な目に遭うからでしょ。いや、そんなことはちょっとしか。Okay. Ich dachte, daraus wird sich jetzt noch irgendwas ergeben. Gut, boom, lass mich mal kurz speichern und dann gehen wir zu dieser Stufe 4 Insel. Machen diesen Riesenvogel kaputt oder was auch immer. Warte mal, mir fällt gerade ein, ich habe doch einen neuen Gürtel bekommen. Ich weiß, sowas fällt mir immer richtig pünktlich ein. So, boom. Die habe ich von dem Bosskampf noch bekommen, ne? Ich weiß, so schnell wie mir die Sachen einfallen, ne? Das ist out of this world. Gut, Flügelviertel. Ja. Gehen wir dahin. Mal so früh wie möglich erledigen, natürlich. Oh, Schnee. Ja, jetzt kein Geobot. Nein. Aber man kann anscheinend mehrere Geobots haben, ne? Also wahrscheinlich nur. Ist wahrscheinlich jetzt nur so kosmetisch hier, diese Veränderungen, aber trotzdem. Kann ich überall hingehen im Moment? Haria. Isolde. Ich kann nach Hellawes, ich kann nach Dingens, ich kann überall hin anscheinend. Und da ist eine Katastrophe, yes. Joink. Ah, was geht? Engelsflügel, oh cool.
Irgendwann tobe ich mich mit den ganzen Ausrüstungssachen aus, aber lass mal erstmal. Gut, hauen wir erstmal hier kaputt, was kaputt hauen, was kaputt gehauen werden soll. Was kaputt gehauen gehört. Ist schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. So, kommt her. Irgendwas hier gemeistert, bevor ich hier weitermache. Nein, okay. Gut. Blöder Maus. Hi. Uff. Oh ja, okay. Nein, das bin ich. Hilfe. Hilfe. Magilu. Du hast Feuer. Ja, komm. Stimmt, ich kann mich meinen Seelen wahrscheinlich austoben. Weil sind da keine Bosse oder so. Das heißt, ich kann die einsetzen wie blöd. Die können nicht irgendwie, weiß ich nicht, eigene Seelenbrecher einsetzen. Alter, macht ihr mit denen? Und frisst Papier. Ah, Papierschnitte, Buff. Naja. Ich bin halt noch gar nicht angegriffen. Ja, ich bin der Splitter und so. Irgendwie sowas hat er erzählt. Kann kein Japanisch. Wo ich den Kollegen ja an meine Seite, der für mich Zeugs übersetzt. Jetzt gucken, ob er auch akkurat ist. Oh. Au, was? Da kam Werbewind auf mich zugeflogen. Noch mal Dempsey Rolle. Jetzt habe ich alle Abweichler, alle Stufe 4 Dinger, ne? Glaube ich, habe alle. Du bist ein bisschen 54, wart. Ich dachte, hier soll irgendwo ein Vogel sein, der den ganzen Himmel irgendwie verdunkelt. Muss jetzt irgendwie an diesen einen Vogel denken von Final Fantasy 15, wo man so relativ am Anfang irgendwie schon begegnet. Nicht also so was hier. Was? Okay, alle 54, ne? Ja, das hier verdunkelt den Himmel. Uff. Feuer, nö. Okay, egal, trotzdem Feuer, trotzdem Feuer, Feuer, Feuer. Ja, die Wiederbeleben auf mich eingesetzt. Why? No, what? Die alle auf, Lucky Set zugestürmt sind, ey, was? Rest in Peace. Alle auf einmal weggehauen, ey. Ich bin halt geil, ja, zu kämpfen. Kann man seine Seelenbrecher die ganze Zeit wie blöde einsetzen. Boom. Und seine Mystikarzt natürlich, ne? Boah. Sind wir? Ich will die ganze Zeit meine Mystikarzt einsetzen, ne? Aber Gegner verrecken schon. Oh, wo kommst du denn her?
Hier, friss meinen riesigen, langen Wächter. Das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Hatte. Mein Gott, noch mehr. Das sind aber ganz schön viele. Was ist das? Boom. Boink. Sehr gut. Du könntest eigentlich richtig gut Titel farben, ne? Warum mache ich das eigentlich nicht bei den ganzen Dingern? Ah, setz doch mal deine. Danke. Okay. Ich war nur einer da. Geil. Oh. Also sagt sie vielleicht nicht, aber was nicht. Ich bin kein Japanisch. Nur einzelne Wörter vielleicht. Aber ganz schön viele Gegner, ne? Jetzt nicht gedacht. Vielleicht was dagegen ab. Gibt vielleicht hoffentlich. Wo ich weiß gar nicht. Gibt man hier überhaupt Erfahrungspunkte? Nee, ne? Bis jetzt sind die Gegner auch voll einfach, also. Mir halt nichts aus. Halt, mich betäubt, sehe ich gerade. Bumm. Schon wieder eine Dempsey-Rolle. Oh, meine Fäuste tun langsam weg von den ganzen Hauen. Na, okay. Na gut. Oder was? Nein, keine Erfahrungspunkte. Aber wir haben eine Feldspatmontierer. Ich habe ein paar Gegenstände bekommen. Zwei. Sie mit überzogen sind. Ich glaube, wie ich furchtbare Flamme aufbeschwören kann. Kraftring. Ja, aber ich glaube, von diesen Dingern kriegt man auch irgendwie Glazite. Ne, Quatsch, das waren diese Einviecher, die irgendwie diese seltenen Viecher hier hin und wieder nach den Kämpfen auftauchen. Die muss ich auch noch erledigen, merke ich gerade. So. Ein weißer, ich brauche einige Sachen hier. Nimm du halt erstmal, oder? Wie weit bist du damit, Eleanor? Weil ich habe eine Schleife bekommen. Verdammt, hat sie noch. Wandlungsfähigkeit. Und dann habe ich Blätter bekommen. Verdammt! Habt ihr alle schon, Mann? Ah! Gnadeblatt. Feuerangriffskraft +7, cool. Vor Wasser einzeln mit Öl. Was? Dann ist er Feuer dagegen. Egal. So, Kraftring. Davon habe ich einen. Aber ich muss ja erstmal die anderen Ringe alle abschließen. Gut. Nur zum Gucken hier. Kann ich mich überall hin teleportieren? Wo ich will, und hat irgendwie angegriffen werde von irgendwas. Ist hier irgendwo so ein Geobot-Teil. Ich noch ganz kurz hier in den Laden mal kurz vorbeischauen, dann können wir den Part beenden. Wie ist mit dir eigentlich raus? Ja, diese eine Inselstadt, da war doch irgendwie sowas, ne? Habe ich noch nicht da gemacht. Ah. Ich glaube, diese Geobot-Teile werden nicht auf der Karte angezeigt, ne? Muss mich den ja noch irgendwo suchen und dann können wir im Part beenden. Ja, Trank des Lebens kaufen. Irgendwas Neues? Nein, okay. Hier oben noch schon mal hier oben bestimmt das Geobot-Teil, ne? Hier sind doch bestimmt. Nein,
Also, hier ist eine Tür, das ist verdächtig. Ich werde Dinge noch finden, komm. Irgendwie ist er wohl. Doch, oh, hallo. Bitte auf der Karte irgendwo angezeigt, wenn das irgendwo wäre. Auf der Minikarte. Hier auf der Karte wird das irgendwie nicht angezeigt, glaube ich. Ah, hier sind auch nicht. Aber schon. Du nicht die Zeit meiner Zuschauer hier verschwenden. Das ist eine Goldtruhe. Goldtruhen ist geiles Zeug drin, da muss ich öffnen. Mana-Ohrringe, verdammt, die habe ich schon. Komm schon, lass mich das irgendwo finden. Oh, leck mich doch. Dann suche ich das eben nicht. Okay, dann gehe ich ihn zum Speicherpunkt, wenn du Part. Gut. Davon. Gut, wenn euch der Part gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.